Hallo und herzlich willkommen. An erster Stelle erstmal Happy New Year und willkommen im Jahr 21. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Es ist heute ein absoluter Klassiker, der mich schon seit meiner ganzen YouTube-Laufbahn irgendwie begleitet. Und ich habe auch eben gerade so ein kleines Flashback an meine Anfangsphase gehabt. Ihr seht heute einen ganz, ganz klassischen DM-Haul. Ich habe einiges gekauft, sogar noch am Silvestertag direkt. Waren Paddy und ich in der Drogerie. Wir brauchten noch so einiges, ja, haben uns gut ausgestattet fürs neue Jahr. Der Einkauf war echt teuer. Ich glaube, ich habe über 100 23 € bei DM gelassen und ich dachte, das interessiert euch bestimmt, was wir geshoppt haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. So, ich habe hier mal die Tüte nach oben geholt. Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, der Einkauf ist so teuer geworden, weil wir echt einzelne teurere Artikel mit dabei hatten. Aber we will see. Ich werde einfach jetzt random hier in die Tüte reingreifen und euch zeigen, was unsere Ausbeute so hergibt. Und das ist zuallererst einmal diese große Verpackung Wattepads. Ihr wisst ja, ich verwende super gerne wiederverwendbare Abschminkpads. Diese hier nehme ich nicht zum Abschminken, sondern zum Schminken tatsächlich. Da habe ich bisher noch keine ersetzbare Variante gefunden, die für mich gut funktioniert, weshalb ich nach wie vor hier drauf zurückgreife. Aber zum Abschminken, werden wir später auch sehen, habe ich dann solche, die ich immer wieder auswaschen kann und immer wieder neu verwenden kann. Dann habe ich hier aus der Haushaltsabteilung etwas, und zwar die Brita-Filter. Die kommen in unsere Kaffeemaschine rein und ich hatte die schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Amazon-Warenkorb und ich war immer so: Oh, die sind so teuer. Und jetzt habe ich sie bei DM wesentlich günstiger entdeckt. Also solltet ihr Brita-Filter benötigen, kriegt ihr bei DM, wusste ich auch nicht. So viel zum Thema wiederverwendbare Wattepads. Ich habe mir noch 2 Waschlappen mitgenommen, auch speziell zum Abschminken bzw. um das Gesicht zu waschen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr am Waschbecken euer Gesicht wascht, dass das Wasser hier so in den Ärmel reinläuft. Ich hasse das. Also da kriege ich wirklich so ständig bei mir die Nackenhaare auf. Und wir haben hier einige Waschlappen. Allerdings reicht das nicht aus. Die sind immer in der Wäsche. Weshalb ich jetzt noch 2 zusätzliche bei DM ganz günstig mitgenommen habe. Ja, hier sind wir bei den wiederverwendbaren Abschminkpads. Das sind die Eco-Pads von Garnier. Für mich persönlich die allerbesten. Die sind auch relativ neu jetzt in der Drogerie, habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich merke einfach, wie sehr ich die hier liebe und die anderen so gar nicht mehr nehme, weil die viel zu rau sind. Die hier sind richtig schön kuschelig und tragen das Make-up richtig toll ab und die sind immer in der Wäsche. Deswegen brauchte ich unbedingt Nachschub. Habe mir jetzt hier nochmal 2 Verpackungen geholt. Müsst ihr unbedingt testen. Die sind wirklich super zart zum Auge, auch wenn man da so ein bisschen mehr reibt. Kleiner Tipp, ich habe bereits andere, also ich habe mehrere Marken und das hier sind wirklich die, die für mich am besten funktionieren. Also die kosten, glaube ich, um die 7 €. Lohnt sich aber, ihr könnt sie, wie gesagt, immer wieder verwenden. Die kommen auch super sauber aus der Waschmaschine raus und sie lassen sich auch sehr einfach reinigen im Vergleich zu anderen. Ich liebe, liebe, liebe diese Müsli-Riegel von Powerbar. Moment, ich habe ein paar mehr mitgenommen, mache ich immer, wenn ich bei DM bin. Ah, kleiner Snack-Tipp, echt, müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr sowas mögt. Ich habe hier einmal sowas Bäriges, was Schokoladiges für Penny mit Banane. Sowas mag der immer ganz gerne. Die sind echt ganz cool, die enthalten nicht ganz so viel Zucker. Ist natürlich nach wie vor ein Snack und auch ein Naschi, aber wesentlich gesünder als jetzt zum Beispiel ein Snickers oder so. Und die lege ich mir manchmal auch ins Auto, dann habe ich da was zu knabbern. Und was ich jetzt ganz neu für mich entdeckt habe, sind diese Real Five. Ich glaube, das ist so eine Superfood-Bar. Die ist auch vegan. Das hier ist zum Beispiel eine, die besteht aus Datteln, aus Bananen, aus Strawberry und ein bisschen Sonnenblumenöl. Super, super, super lecker und ja, für den kleinen Hunger zwischendurch auf jeden Fall eine tolle Alternative. Vielleicht habt ihr die letzten meiner Videos verfolgt. In irgendeinem Video habe ich gesagt, dass ich meine Haarbürste verlegt habe. Ich war zum Shooten, habe die Haarbürste mitgenommen und irgendwie scheinbar unterwegs verloren, beim Shooting, bei der Location irgendwo liegen gelassen oder so. Richtig ärgerlich. Ich musste mir jetzt eine neue holen. Das habe ich gemacht. Wieder genau das gleiche Modell sozusagen. Nur eben von Ebelin. Also die andere war, glaube ich, von Rossmann. Glanz und Pflege, eine Keratin-Pflegebürste. Ich mag das immer noch ganz gerne, wenn hier so ein paar Naturborsten zwischen sind. Dann ist das Kämmen ein bisschen einfacher. Es zieht nicht so doll und die ist echt mega. Die schafft halt ordentlich Fläche. Ich komme damit einfach super gut zurecht. Und die war halt auch gar nicht teuer. Und die fühlt sich mega cool an hier vom Griff. Also so sehr hochwertig irgendwie. Listerine brauchten wir wieder, ist uns alle gegangen. Wir nehmen hier immer den Geschmack Cool Mint
und milden Geschmack. Ansonsten brutzelt mir das wirklich die Mundschleimhäute weg. Ey, das ist so scharf, das Zeug. Aber damit kommen wir ganz gut zurecht und ja, brauchten wir halt wieder. So, weiter geht es mit Bildschirmreinigungstüchern. Das sind so Feuchttücher mit Antistatikformel. Das heißt also, ja, scheinbar, dass es sich nicht so auflädt und vielleicht auch nicht direkt wieder den neuen Staub ansaugt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mein MacBook sieht aus wie Sau und hat eine Reinigung am Bildschirm definitiv mal nötig. Deswegen werde ich die mal ausprobieren. Ich habe noch was voll. Lecker sind diese Gummibärchen. Aufgepasst! Hier steht schon vorne drauf: maßvoll genießen, zuckerfrei verträgt nicht jeder. Kann ab 5 Bärchen schon abführend wirken, Freunde. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, aber die sind super, super lecker. Das sind zuckerfreie Weingummi, also solche leichte Bärchen. Die kriege ich nur ausschließlich bei DM. Ich habe es bisher noch nirgendwo anders gesehen. Ich mag die so gerne. Die sind so lecker fruchtig und dazu eben zuckerfrei. Maßvoll genießen, aber absoluter Tipp. Ich möchte ganz gerne umsteigen von so einem Sprühdeo auf solche Deo-Roller. Ich habe nämlich letztens einen Bericht gesehen, in dem stand, dass diese Aluminiumsalze für den Körper nicht schädlich sind. Das habe ich ja auch schon immer mal wieder gesagt, denn diese Plättchen sind so groß, dass sie gar nicht durch die Pore in die Haut kommen. Der einzige Weg, wie diese Aluminiumplättchen eben in den Körper gelangen können, was natürlich dann wieder im Umkehrschluss auch schädlich für den Menschen ist, sind die Atemwege. Wenn man das Deo aufsprüht, dann geht ja der Sprühnebel um einen herum und man atmet das Ganze ein und so gelangt eben das Aluminium in den Körper. Weshalb ich ja, mich jetzt für diese Variante entscheide. Ich brauche einfach ein Antitranspirant, also mit Aluminiumsalzen, weil das andere hilft alles nichts. Ey, da stinke ich wie ein Bauarbeiter. Deswegen muss das her und ich werde es probieren. Ich habe mir jetzt einfach hier ein Zombalea mitgenommen, ohne Alkohol und ohne Ethanol. Wir werden sehen, ne? Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie mir das Ganze so gefällt. Und wir machen weiter mit dem nächsten Teil. Oh, ich habe noch was für die Selfmade-Maniküre für zu Hause mitgenommen. Oh, wir sind ja aufgrund des Lockdowns 2.0 dazu gezwungen, uns jetzt selbst die Maniküre zu machen. Und meine Freundin und ich haben einen super guten Plan. Wir haben uns so ein Anfänger-Starter-Gel-Kit gekauft und also gemeinsam und werden das aneinander dann selbst probieren, ob wir es hinkriegen. Also ich bin da echt ganz optimistisch, muss ich sagen. Aber ja, man braucht natürlich so einiges dafür. Und jetzt habe ich hier noch so einen Fußnagelknipser genommen, der kann auch wahrscheinlich so ein bisschen festere Gehnägel knipsen und eben so eine Nagelhautzange. Den Rest habe ich alles online bestellt. Folgt mir gerne auf Instagram. Ich denke, wenn wir das Ganze so testen, dann werde ich das auf jeden Fall auf Instagram teilen. Gestern habe ich mir übrigens schon, ich habe so eine richtig professionelle Fräse auch geholt, das Acryl, was ich bisher drauf hatte, schon runtergefeilt und jetzt einfach nur für den Übergang so einen hässlichen Lack drauf gemacht. Ich hatte nichts anderes zu Hause. Bis die Lampe dann ankommt und wir wirklich dann unsere Gehnägel selbst hier zu Hause machen. Würde euch das interessieren? Also soll ich das auf Instagram mitbegleiten? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Jedenfalls habe ich hier bei DM noch ein bisschen was dafür besorgt, was man benötigt. Könnte. Hä? Mir fehlt ein. Ich glaube, ich hatte doch noch ein paar Wimpern mitgenommen. Wo ist denn das hin? Okay, aber voll niedlich. Wir waren ja gemeinsam bei DM. Paddy war mit und erster Stopp war bei den Wimpern, die hängen bei uns direkt am Eingang. Und ich habe halt gleich so zu meinen Favoriten gegriffen. Eigentlich die BH302 mehrfach, also auf jeden Fall noch einmal mehr mitgenommen. Ist jetzt gerade hier nicht in der Tüte drin. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben sind. Und von Ellie habe ich auch schon mal gesagt, die Flex-Wimpern. So schön. Meine absoluten Favoriten habe ich gleich so genommen und reingepackt. Und Paddy guckt mich an und sagt: Möchtest du neue Wimpern ausprobieren? Und ich habe ihn angeguckt: Nein. Warum? Du hast gleich so viele eingepackt. Ich sage: Naja, haben beruhigt. Also, ich habe immer, immer Backups von meinen Favoritenwimpern in meiner Schminkschublade. Ihr fragt so oft, welche Wimpern ich verwende. Einmal die 302 von BH Cosmetics und einmal von Ellie, auch BH Cosmetics, Flex. Richtig schön. Beide Sides sind ein bisschen intensiver. Also, wenn ihr euch rantasten wollt, dann schaut mal bei BH, ob sie vielleicht noch ein bisschen dezentere Wimpern haben. Wenn ihr aber einen richtig krassen Wimpernaufschlag haben möchtet,
dann sind die richtig nice. Thema Wimpern passt ganz gut. Ich habe mir noch eine neue Wimpernzange gegönnt. Meine zwei, die ich hier habe, die sind echt durch. Ich brauchte mal eine neue und die ich sehe hier ist so schön in Gold von Evelyn aus der Eigenmarke. Ich weiß nicht, was die gekostet hat, aber die sieht echt mega gut aus, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Mit eines der teuersten Teile aus diesem Einkauf waren diese neuen Bürstenköpfe für unsere Sonicare Diamond Clean von Philips. Patty und ich verwenden ein Glück denselben Bürstenkopf, so können wir uns eine Packung dann ganz gut teilen. Bei Patty war es definitiv nötig, der brauchte wieder einen neuen. Wir haben hier die C3 Plug Defense, also die Plug-Entferner. Wir lieben die Zahnbürste nach wie vor, also wenn ihr euch mal was richtig, richtig Tolles gönnen möchtet und ein richtig cleanes Gefühl auf den Zähnen wünscht und keinen Bock mehr auf manuellen Putzen habt, dann schaut euch die Sonicare von Philips an. Bürstenköpfe, Nachfüllpack ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, irgendwie um die 18 Euro oder so hat das gekostet, aber hält ja auch ein bisschen vor. Ne? Hier sind 10 Stück drin. Ich habe dran gedacht, Freunde, ich habe mir ein neues Brighten Up Banana Powder geholt. Mein absoluter Favorit, wenn es um Drogerie-Make-up geht. Das ist ein Banana Powder. Für diejenigen, die mir noch nicht so lange folgen, was ich super gerne nehme, um den Concealer zu setten, der schafft so einen schönen Brighten-Up-Effekt unter dem Auge. Es ist mit eines der schönsten Puder, die ich besitze und dazu noch so günstig. Ich habe es komplett aufgebraucht und brauche jetzt definitiv ein neues und ich hoffe, dass Essence es dieses Jahr nicht aus dem Sortiment nimmt, dass es auf jeden Fall bleibt und wirklich ein Bestseller und Klassiker in der Theke wird, weil es ist richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch neues Shampoo gekauft und ihr wisst ja auch, dass ich die Hair Biology Serie von Pantene Pro-V super gerne mag. Ich habe bisher immer die goldene, jetzt habe ich mir aber mal die rosane hier gegönnt. Full in Shining mit Omega 9 und Lotusblume. Feines oder dünner werdendes Haar oder koloriertes Haar, also feines Haar habe ich jetzt nicht. Ich habe auch nicht dünner werdendes Haar, aber ich habe koloriertes Haar. Und was mich jetzt so angesprochen hat, ist dieser Glanz. Ne? Also ich mag das total, wenn die Haare so doll glänzen. Da habe ich einmal Shampoo und Conditioner mitgenommen und auch eine Haarkur. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach. Dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.